Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy V mit Tibi Let's Play. Und wir sind auf dem Nordberg, wo vor kurzem ein Winddrache gefunden wurde, beziehungsweise gesehen wurde. Und da wir leider weder über Land noch über Wasser nach Walse kommen, was unser nächstes Ziel ist, vielleicht ergibt sich ja so irgendwie die Möglichkeit, dass wir durch die Lüfte segeln können. Vorausgesetzt, der Winddrache ist uns überhaupt freundlich gesinnt. Aber naja, angeblich wüsste Lenna da was. Naja, schauen wir mal nach. Hiryu! Er ist ziemlich schwer verletzt. Hiryu, keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Lena, was? Wo gehst du hin? Komm nicht näher. Mir geht es gut. Ich muss nur an das Drachengrad-Gras kommen. Warte. Au. So, ich hab's. Au. Hier, gib Hiryu das Drachengras. Beeil dich. Okay. Au. Bitte, werd wieder gesund. Heilige Bimbam, bist du denn von Sinnen, junge Dame? Es war wirklich jenseits von allem. Ich hab's doch nur gut gemeint. Hm? Ah, ich bin wieder fit. Lennas Vergiftung wurde geheilt. Hiryu, danke. Es scheint, als seid ihr beiden wieder auf dem Dampfer. Na dann, wollen wir mal weiter. Um ehrlich zu sein, ich habe ein klein wenig Höhenangst. Ernsthaft? Ey, was ist denn da so komisch? Dein Gesicht, Junge. Nur Spaß. Na los, steig auf. Du kommst nicht dran vorbei. Los. Ey, ich will nicht. Nein. Los geht's. Nein, nein, ich will nicht. Nein, nein, ich fahr runter. Nein, nein. Nein! Hilfe! Okay, und jetzt kann ich wieder steuern. Der Drachensprite ist ja voll süß. Okay, gut. Dann versuche ich jetzt mal mit unserer Weltkarte herauszufinden, wo wir denn lang müssen. Walse liegt irgendwo südlich. Na gut, schauen wir mal. Immer nach Süden. Ach so, wir können auch gar nicht über die Felsen, aber na gut. Na gut, vielleicht, wenn ich dem Fluss folge. Ja, das sieht doch gut aus. Gehen wir mal hier hin, ne? Walse! Yay! Auf Anhieb richtig. Wunderbar, gut geraten. Wie ist denn der jetzt einmal durchgelaufen? Na egal. Lang lebe der König von Walse! Er setzt die Energie des Wasserkristalls zu unser aller Wohl ein. Der Turm von Walse liegt im Norden. Von dort bekommen wir alle unser Wasser. Okay. Hallo? Der Kristall wird im Turm von Walse aufbewahrt. Gut zu wissen. Oh, da läuft einer durch den Wald. Da ist einer hinter den Bäumen. Es ist dem Kristall zu verdanken, dass das Wasser hier so rein und klar ist. Monster sucht man hier vergebens. Ah, gut zu wissen. Hallo, Kleine. Das ist Garula. Sie lebt in dem Wald, in der Nähe des Turms. Sie ist recht schüchtern. Ärgert sie also nicht. Garula? Hallo, Garula? Man kann mit dir nicht reden? Okay. Na gut, wenn sie schüchtern ist. Dann gehen wir mal wieder zurück auf die Straße. Hier ist ein Magieshop. Ja, cool. So. Und das wird wohl die Zeitmagie sein. Das Icon sieht ja immerhin auch aus wie eine kleine Uhr. Sagen, ich kaufe einfach alles. Oh. Chocobo, Sylphe, Lemora? Das sind Beschwörbare. Da fackel ich doch nicht lange. Da frage ich doch nicht nach. Die nehme ich sofort mit. So, gucken wir mal. Okay.
Regina auch, ja, logischerweise. Der regeneriert sich ja von Zeit zu Zeit die Lebenskraft. Verstummen. Okay, gut, dann gilt das auch als Zeitmagie. Und hey, wir haben die ersten drei beschwörbaren Bestien. Warum auch nicht? Jetzt brauchen wir natürlich nur noch jemanden, der beschwören kann. Und am besten auch jemanden, der Zeitmagie kann. Also wir müssen erstmal die neuen Jobs kriegen. Guck mal, ob es hier was gibt. Ich nehme mal einen Karateanzug mit. Eisenrüstung, Eisenhelm. Der ist schwächer als das, was wir jetzt haben. Okay. Eisenschild. Jetzt möchte ich mal kurz... Ach so, ich habe dir ja den Schild weggenommen, damit dein Angriff besser wird, ne? Genau. Ach so, das Symmetriehelm. Gut, nehmen wir das erstmal. Oh! Das steigert auch die Stärke. Zwar um 1, aber hey! Das ist sehr leicht. Ich denke mal, das Gesamtgewicht wird sich auch irgendwann noch, ja, ich sehe mal, bei der Ausweichquote vielleicht noch bewähren. Ach komm. Wir haben es da, ne? So. Verteidigung 11. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal. Ich meine, jetzt kann ich ja nochmal ganz kurz gucken. Eisenrüstung hat wahrscheinlich dann noch mehr Verteidigung, aber ich würde es jetzt einfach so lassen. Weil ich meine, wenn ich mehrere Werte, wenn auch nur dezent, erhöhen kann, ist es zumindest besser, als wenn ich immer nur einen Wert pushe, finde ich zumindest. Dass so ein bisschen Gleichgewicht mit bei ist. Komm, wir können ja mal die Messer verkaufen. Lederhut, ne, nicht mal die, aber Lederschild. Wir haben noch den Bronzeschild. Lederrüstung. Ich sag mal, Rüstung an sich vielleicht nicht mehr. Ja, vielleicht eine. Obwohl, ich habe die Bronze, dann weg. Ja, ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Ich weiß nicht, soll ich die Axt schon kaufen oder lieber nicht? Ich habe ja keinen, der ja mit Äxten kämpfen kann. Unten steht auch Messer, Schwerter und Schwert mit Schild. Blaumagier. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Der Blaumagier müsste erstmal auch 10 Fleißpunkte haben, damit er überhaupt auf Stufe 1 kommt, damit er das Kopieren erstmal so langsam erlernt. Ich glaube, das ist so ein Beruf, bei dem man vielleicht so ein bisschen mehr Geduld braucht. Und... Die habe ich nicht. ja, ich weiß nicht. Ich werde mich vielleicht später mal mit ihm etwas mehr beschäftigen. Erstmal gucke ich mich hier um, ob es hier vielleicht irgendwo einen geheimen Gang oder sowas gibt. Ist aber schön mit den Wasserrädern und so. Hallo, hallo, hey, Froschi, Froschi, Froschi. Ist es nicht schön, der Frosch zu sein? Quack, quack. Nur deswegen habe ich ihn verfolgt. Nur um das von ihm zu hören. Hi. Quack, quack, quack. Ach, hier ist noch ein Haus. Ja, guten Tag. Das klare Wasser hier beschützt die Stadt vor Monstern. Okay. Geh mal kurz vorbei. Einen schönen Tag noch. So, ein Silberrand. Binokel. Also eine Brille. Ne? Eine Monokel ist ja dieses, das eine Glas, was ja meistens auch so rund gefasst ist. Wird, glaube ich, bei Cartoons gerne mal reichen Leuten zugesprochen. Bei den Simpsons fallen mir zum Beispiel jetzt einige Szenen ganz spontan ein mit reichen Leuten. Ja, gut. Dann halt eine Brille, ein Binokel. Kriegt unser Schwertkämpfer, da er ja auch zuhauen muss und wenn er dann vor Blindheit geschützt ist, umso besser, ne? Gut, dann gehen wir mal in das Schloss hinein, würde ich sagen. Ach so,
Habe ich mir jetzt gar nicht die Fontänen nach oben angeguckt, ne? Ups, nein. Das Sprite von dem Schloss ist so riesig. Ups, ich wollte nicht jetzt innen. Ich wollte mir eigentlich noch die großen Fontänen ansehen. Da ist bestimmt auch noch was Interessantes. Da, hier meine ich. Oder? Ist hier was? Kann ich mir das ansehen? Nee, ne? Oder hier was im Busch vielleicht? Nö? Hui! Okay, da kann einem ja schlecht werden bei. Ich drücke die ganze Zeit nach oben und ich werde nach unten gedrückt von den Wassermassen. Ist logisch, aber, boah. Okay, ich habe gehofft, hier wäre vielleicht noch irgendwas versteckt oder so. Aber okay. Hier ist auch keine versteckte Tür oder Truhe. Ich habe jetzt versucht, A zu triggern. Na gut. Okay, dann können wir jetzt doch zum Schloss. Entschuldigung. Tut mir leid um die Störung. So, Schloss Walse. Man heißt uns wohl willkommen. Wow, voll die fetten Gargoyles hier. Willkommen auf Schloss Walse. Willkommen. Das hört sich doch nett an. Hallo. Mit dem Schutz durch das Wasser ist Walse unbezwingbar. Unter dem Schloss soll es einen Raum voller von fantastischen Schätzen geben. Aber wenn ihr euch daran vergreift, kriegt ihr euren eigenen, ganz speziellen Raum unter Schloss. Nennt sich Kerker. Okay. Gut, hier gibt's nichts zu gucken. Dann gehen wir mal hier erstmal hin, bevor wir die königliche Hoheit belästigen. Hallo? Hallo? Renn mir doch nicht weg. Ich will mit dir reden. Hallo? Das Wasser hier ist durch den Kristall gereinigt und geläutert. Es fließt von dem Turm im Norden zu uns. Aha. Hört mir gut zu. Solltet ihr jemals auf ein Monster namens Gakimasera stoßen, tauft es bitte um. Sofort. Ja, sonst sitzt ihr nämlich ziemlich in der Tinte. Gakimasera. Okay, wenn ich das ungefähr 20 Mal vielleicht gelesen habe, dann habe ich es bestimmt irgendwann drauf. Lagerhaus. Zelt gefunden. Oh, ich sollte das vielleicht nicht zu laut sagen, oder? Obwohl. Das interessiert ihn gar nicht. Komm, ich war jetzt direkt vor ihm. Na gut. Die Legende besagt, dass die Eisgöttin Shiva irgendwo im Schloss versiegelt wurde. Vielleicht ist es hier deswegen so kalt. Wenn das deine einzigen Sorgen sind, dann ist ja gut. Hm, die Eisgöttin Shiva. Na gut. So, gehen wir mal hier lang. Zweiter Stock. Ist das ein Schalter? Ja, natürlich. Hallo. Laut diesem Buch wurde Shiva durch den Kristall, durch Wasser pur und klar, versiegelt. Durch den Kristall? Durch Wasser pur und klar? Ja, es ist ein Zitat, aber es klingt irgendwie, jetzt, als wenn es nicht so wirklich in den Satz reinpasst. Na gut. Okay. Vielleicht wird mir das Wissen später mal nützlich sein. Herrschaft! Diese Texte bringen meine Forschung über den Kristall keinen Schritt weiter. Mist! Weit, weit im Westen liegt die Bibliothek der Vorväter. Mit Zugang zu den dortigen Schriften könnte ich alles erforschen. Ich habe das doofe Gefühl, dass wir hier vielleicht so vielleicht Sidequest-mäßig nochmal herkommen sollten. Irgendwann mal. Naja, gehen wir mal erstmal hier runter. Ist das auch ein Schalter? Klang so. Hey. Okay, ich bin im Burggraben. Ja, schön. Oh, kann ich vielleicht hier irgendwo eine geheime Tür oder so? Nee. Irgendwo hier was Geheimes? Oder hier ist ja auch nichts im Wasser.
Hier vielleicht irgendwas? Nee. Na gut. Aber vielleicht unter der Brücke? Irgendwas? Ne? Hätte ich jetzt von dem Spiel doch erwartet. Okay. Nicht schlimm. Dann gehen wir mal runter. Kerker. Ich bin der berüchtigte Taschendieb. Einsamer Wolf. Rächer der Verdammten. Also, holt er mich jetzt hier raus? Oder was? Nein. Pah, das werde ich mir merken. Hey, hey, hey. Hey, Leute. Wie wär's? Macht ihr mir die Tür auf? Nein. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hat vielleicht seinen Grund? Ah, das werde ich mir merken. Oh, hier ist noch ein älterer Herr. Selbst ein gütiger König bestraft Untaten. Untaten? Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, warum ihr hier seid, ne? Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Und hau wieder ab. Hier ist noch eine Tür. Meine Güte, wie viele Türen und Etagen habt ihr denn hier? Erstes Untergeschoss. Wo bin ich denn jetzt hier? Huch. Okay, ich habe dieses Garkischmar irgendwas da gefunden. Jetzt will ich hier weg. Ich will hier weg. Das Vieh ist ja total... Das ist ja total bebaut. Lass mich fliehen. Bitte lass mich fliehen. Hallo? Hallo? Flieh um dein Leben. Aber bitte flieh. Boah. Ich hau ab. Warte mal, ich heil mich erstmal. Mit den super teuren Phönixfedern. Alter! Ich meine, okay, der eine hat mich ja warnen wollen, aber dass das so ausfällt... Alter! Ein Schlag und ich bin weg. Nee. Dann soll das Vieh alleine spielen. Hier ist noch eine Tür. Ach, jetzt bin ich ja draußen. Das sieht echt schön hier aus. Nämlich hier oben. Hier ist ein Eingang. Schloss Walse, Wasserturm. Okay, ich glaube, hier müsste ich wahrscheinlich auch erst später rein. Dann sprechen wir lieber erstmal den König an, bevor wir hier noch mehr rumschnüffeln und noch mehr Ärger bekommen. Reicht schon, dass ich einmal eins auf den Deckel gekriegt habe. Naja, vor allem für meine Geldbörse. So. Prinzessin Lena, das ist aber eine freudige Überraschung. König Walse, gut seht ihr aus. Ich komme mit einer Bitte zu euch. Ihr müsst dem Verstärken der Energie des Wasserkristalls Einhalt gebieten. Ihr belebt wohl zu scherzen. Das könnte ich niemals tun. Mein Volk lebt im Wohlstand, dank der Kraft des Kristalls. Ja, aber König Walse... Wenn die Energiezufuhr nicht ausgesetzt wird, wird der Kristall zerbersten. Ich habe natürlich den Vorfall mit dem Windkristall gehört. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass mit unserem Wasserkristall Ähnliches passiert. Ich bin mir darüber hinaus sicher, dass mein Volk gegen ein Abschalten der Energieverstärkung wäre. Also von daher, lass es. Wir haben keine Zeit, das groß und breit auszudiskutieren. Tja, sieht schon mal schlecht aus. Heiliges Kanonenrohr, was ist denn hier los? Noch ein Meteorit? Oh nein. Er fliegt... Ich dachte, er fliegt ins Meer. Aber es kommt noch schlimmer. Eine Katastrophe! Ein Meteorit ist in der Nähe vom Turm von Walse eingestürzt. Was? Was? Das kann nicht sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trommelt die Wachen zusammen. Zum Turm, sofort.
Jawohl, Eure Majestät. Verzeiht die Unterbrechung. Ich denke, ihr seid euch des Ernsten der Lage wohl bewahr. Wir führen das aneinander fort. Boah, was ist denn heute los? Ich kann gar nicht mehr vorlesen. Tut mir leid. Rückt aus! Dramatische Musik. Kann ich ja... Ich hab da keinen Blick drauf. Ah, hier ist noch was. Hier können wir bestimmt noch was looten. Im Schlafgemach des Königs. Ja gut, gute Nacht. Entschuldigung, das musste sein. Nee, ich kann den Brief nicht lesen. Ist vielleicht auch besser so. Okay, dann verschwinden wir. Der König hat sich auf den Weg zum Meteoriten gemacht. Ich kann mir heute echt nicht... Ich weiß nicht, vielleicht war der Kaffee zu stark oder eben nicht genug. Ich weiß auch nicht. Ja, was jetzt? Im Norden ist gerade ein Meteorit neben dem Turm von Walse eingeschlagen. Ja, das habe ich gesehen. Naja, das heißt, dass wir dann dahin müssen. Wahrscheinlich. Genau, lass mich jetzt mal raus hier. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ist im Innen wieder ein Gemischtwaren? Ja, das sieht gut aus. Phönix wieder 1000 Gil. Na, egal. Dann fühle ich mich zumindest sicherer. So. Okay, Hiryu, los geht's! Da ist der Meteorit. Der Turm steht noch. Ein Glück. Hallo? Jemand hier? Hier ist ja keiner. Hier ist nur der riesige, fette Meteorit. Der noch im Ganzen ist. Ein Glück. Okay. Dann... Mal kurz, ob wann. Was? Was ist los mit euch? Garula kam plötzlich in den Turm gestürmt und ist amok gelaufen. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Der König ist ihr hinterher. Au! Und mit ihm ein mir unbekannter Ritter. Sie hat uns kalt erwischt. Garula hat bisher noch nie versucht, jemanden anzugreifen. Oh Mann. Das klingt nicht gut. Und die ersten Monster kommen. Zwei Elfkröten und ein Eissoldat. Sagen, ich versuch's mal mit Feuer einfach mal kurz so antesten. Ah! Okay, die sind schon alle ein bisschen stärker, merke ich gerade. Ich glaube, dann wäre es doch angebracht, wenn ich gleich den Part beende und auch ein bisschen trainiere. Das werde ich dann halt aber offscreen machen. Also, ihr müsst das jetzt nicht mit ansehen, sage ich jetzt mal so. Und dann hole ich euch beim nächsten Mal wieder mit herbei, wenn es dann wieder losgeht mit der Action. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt mit Garula und dem König von Walse passiert. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaltet bitte auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis bald. Tschüss.